So, und da geht's auch schon weiter. Mal gucken, ob das Vieh Zertrümmerer lernen kann. Habe ich. Zertrümmerer ist. Ach nö. Habe ich das überhaupt? Habe ich sie schon jemandem beigebracht? Wenn ja, wem? Ich weiß es nicht mehr. Gut, ich glaube, wir kommen ja auch ohne Zertrümmerer weiter. Wenn nicht, muss ich halt nochmal kurz dahin fliegen. Ein bisschen mehr, wir kriegen das Item noch nicht. Pech gehabt. Bäh. Mein Mittagessen hat uns gesättigt. Kämpfst du gegen uns, damit wir ein wenig Bewegung bekommen? Lauf doch einfach. Wo ist das Problem? Dummes Kind. Clara. Mauzi. Ja, Mauzi kann doch auch hin. Ein paar Taubsi hinterher oder so. Warum muss ich denn dann kämpfen? Ich will doch gar nicht kämpfen. Ja, stimmt nicht, aber gut. Pikachu. Ja. Mauzi kann auch Pikachu jagen. Das sieht bestimmt lustig aus. So. Und noch ein Mauzi. Komm, immer abwechselnd. Das ist bestimmt toll. Das eine ist noch ein Reitschuh. Das wäre sehr beeindruckend. Seht ihr, eigentlich wollte ich auch mal Pikachu entwickeln. Habe ich jetzt vergessen. Naja. Vielleicht brauchen wir jetzt Zertrümmer unbedingt. Ne, ein Pipi hat sie noch. Ja, genau. Vielleicht brauchen wir Zertrümmer unbedingt. Dann holen wir uns das ab. Und dann denke ich vielleicht noch an Pikachu. Vielleicht. Das brachte mich ins Schwitzen. Es ist auch sehr warm hier auf dem Grünweg. 36 Grad bestimmt. Was soll ich tun? Ich sterbe vor Hunger. Du bist dumm, Kind. Dumm. Ja, Taubes können wir wohl noch ein Level trainieren. Macht wohl nichts. Kleinstein. Ich glaube, einen Kleinstein haben wir schon. Müssen wir jetzt nicht. Hallo, Picknicker. Alles schmeckt großartig, wenn du in der Natur bist. Also wenn ich in der Natur bin und irgendwas esse, heißt es nicht unbedingt, dass es lecker schmeckt. Mm-mm. Danilo. Ich bezweifle seinen Aufstieg sehr, sehr stark. So, Nidorinos besiegt. Ich hoffe, ich bin nicht vergiftet. Sandama. Sandama, können wir mal das Pokémon wechseln, so spaßeshalber. Turtok haben wir lange nicht mehr gesehen, ne? Hallo Turtok. Setz doch mal eine Aquaknarre ein. Danke. Und Radikal. Bleiben wir kurz bei Tote. Reicht wohl. Ich glaube nicht, dass Radikal jetzt so stark ist, dass ich da irgendwelche effektiven Typen raufhetzen müsste. Weil Hyperzahn eine sehr gute Attacke ist. Aber es zieht 13 KP ab. Nee. Ist der Levelunterschied halt, ne? Oh, vergeigt. Ja, ziemlich. Laberst du mich von der Seite an und so. Das Wasser ist in Gebieten mit Vulkanen ist köstlich. Ja, Vulkanwasser. Ich glaube, es gibt nichts Besseres. Hallo. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht trainieren. Das tut mir leid. Bestimmt langweilig. Emily. Die hat grüne Haare. Bestimmt von Natur aus. So, Kikli. Ist auch sehr schnell besiegt. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Warum denn schon wieder Feuerwehr? Hier passiert so viel. Und es ist gerade mal nach 9. Und Nocturne hat sie auch noch. Warum hat die beide? Warum hat ich nur eins von beiden? Das ist unfair. So. Besiegt sie uns ja trotzdem beide. Ha. Ich bin so doof. Ja, bist du. Du heißt Mühlenmädel. Was übrigens eine Fehlübersetzung der Mache ist. Von jetzt an werde ich noch härter trainieren. Ja, eigentlich sollte sie, glaube ich, Kampfsportlerin oder so heißen. Ergäbe zumindest wesentlich mehr Sinn. Logischerweise.
Yeah. Hier lag, glaube ich, noch ein Item rum, wenn wir kurz nach unten surfen. Yep. Und zwar Topschutz. Yeah, wir sind frei. Ich setze doch so oft Schutz ein. Whoop. Den Schwimmerrücken noch anhaben. Habe ich beim Schwimmen nur eine Pause gemacht, um von dir herausgefordert zu werden? Nein, du hast eine Pause gemacht, weil du sonst ertrunken wärst. Unter Garantie. Michel. Michel. Wenn denn jetzt ein Kind Michel gestraft fürs Leben? So. Besiegt. Was will man noch erwarten? Bei dem Levelunterschied. Aus das. Ich hoffe, er bietet noch einen Fleckmann oder so. Weil noch ein zweites Muschlas wäre echt arm. Unglaublich, das Aussatz hat eine ganze Attacke von mir ausgehalten und hat mich sogar angegriffen. Doch eine zweite Attacke wird es nicht überstehen. Tut mir aber leid. Shillock! Shillock ist cool. Seit wann haben andere Trainer Shillocks? Das ist cool, ich mag Shillock. Eigentlich finde ich die Zwischenform, die am wenigsten auftauchen, weil du sie so schnell entwickelst, immer am coolsten. Shillock, Glutexo. Was? Du bist wirklich gut. Also generell immer die Zwischenform. Anstatt Surfer ständig einzusetzen, sollst du ein wenig schwimmen. Ich kann gar nicht schwimmen. So. Da rechts ist ein Item. Aber ich komme ja nicht ran. Ich habe jetzt keinen Zertrümmer. Heidi. Hallo Heidi. Mein großer Bruder und ich sind ein grandioses Gespann. Ja. Hallo Doppelkampf. Mühlensippe ist übrigens auch eine Fehlbesetzung. Dirk und Heidi. Aber gegen die ist vorgesorgt. Hier ist es, glaube ich, egal, was ich einsetze, werden trotzdem besiegt. Marshock auf jeden Fall schon mal. Rasaf gucken wir mal. Der könnte vielleicht nochmal überleben. Ja, tut er sogar. Macht aber nichts. Ist trotzdem gleich tot. Besiegt. Muss auf achten, was ich sage. Sind ja gar nicht tot. Ja. Besiegt. Und damit ist auch das Team, glaube ich, weg. Ja. Hä? Ich kann es nicht glauben. Hä? Sag mir nicht, was heißt wie bitte? Wie kann jemand besser als mein Bruder sein? Tja, ich bin Champ. Kann ich an der Seite von Heidi verlieren? Ja, das geht auch ganz schnell. Jeden Morgen vorm Frühstück schwimme ich um die Insel. Um diese Insel. Die ist groß. Dann Respekt. So siehst du nicht aus, Freddy. So. Beschleunigen wir mal ein bisschen. Das hat auch Marshock allen klar. Schnauf, schnauf. Kleide dich für einen Kampf. Wechsel dieses unwürdige Outfit. Aber unter Garantie, nicht vor deinen Augen. Ne? Enrico? Das hättest du wohl gerne. Ups, Tech hat auch gereicht. Und noch ein Marshock. Warum haben die beiden die gleichen Pokémon? Das ist voll öde. Warum gerade ich? Weil du mich streng von der Seite angelabert hast, perverses Stück. Ich habe verloren, weil ich wegen der Rennerei außer Puste war. Sogar Kampfsportler sind heutzutage modebewusst. Ja. Entfache das Feuer in dir, Glut-Therme. Oder eine Therme, da müssen wir rein. Sieht schon mal interessant aus. Ein Thermalbad soll heilende Wirkung haben, sagt man. Ja, da geht überall Dampf hoch. Sieh mein Gesicht. Siehst du, wie glatt meine Haut ist? Das Wasser vom Thermalbad hält meine Haut so jung und straff. Die sollte Werbung machen. Thermalbäder und Vulkane gehören zusammen. Die Gluttherme hier habe ich vor Jahren errichtet. Ich habe das Becken mit meinen Händen aus einem riesigen Stein geformt. Damals habe ich dies benutzt. Ich denke, ich kann mich davon trennen. Ja. Endlich. Damit pulverisierst du Felsen, als wären sie aus Pappe. Gut, ich hatte also Zitrone noch gar nicht. Gut zu wissen. Nach
einem harten Trainingstag kann ich einen entspannten Aufenthalt in einem Thermalbad nicht das Wasser erreichen. Bruno, der mir auf Fahrrad steht, kommt gelegentlich auch in diesen Kurort. Er kommt hierher, um sein Gebrechen und die seiner Pokémon zu lindern. Der hat Gebrechen? Das Wasser ist schön warm, genau richtig. Klasse. Ja, jetzt bin ich wieder geheilt. Das ist himmlisch. Das Wasser wärmt mich überall. Spring auch rein. Schwimm in die Mitte, entspanne. Und hier wird ganz wohlig warm. Pervers. Mein Lieblingsteil vom Baden kommt jetzt gleich. Ich genehme mir eine sämige Fischsuppe, um mich auch von innen aufzuwärmen. Toll. So, jetzt haben wir gerade VM zu halten. Toll. Freue ich mich ja. Zertrümmerer, endlich. Ja. Ja, du wirst mein VM-Viech. Florianschlag, nein, Grimasse. Grimasse ist unwichtig. Plöpp. So. Jetzt kann ich zertrümmern. Yeah! Endlich. Dann rennen wir noch mal raus. Ich meine, die Zeit haben wir noch. Sollte kein Problem darstellen. Ja. Daraus können übrigens auch Pokémon kommen, ja, wenn man Stein zertrümmert. Ist halt so. Aber Kleidsteine sind doof. Ja, ich habe einen Äther gefunden. So, jetzt wollen wir das andere auch nochmal kurz begutachten. Wir sind ja schließlich nicht umsonst hier. Na doch, eigentlich schon. Ah, ich bin so blöd! Anita! Gut, Deckel! Scheiße. Hätte ja klappen können. Das muss ich aufpassen, dass ich nicht schon wieder rüberspringe. So. So ist gut. Los, Paar. Ich will keinen kleinen Stein. Ich habe schon einen kleinen Stein. Ja, Carbon gefunden. Toll. Das, was ich sowieso nicht einsetze. Aber ihr wisst nun, dass hier Carbon liegt. Schön. So, dann machen wir mal weiter. Hallo Mühlenmädel. Könntest du mir beim Training aushelfen? Natürlich kann ich. Ich mach das mal eben schnell. Gut, Runde. Hast ja nur Kampf-Pokémon. Rasaf. Na klar. Auch den. Du bist mir eine Nummer zu groß. Es tut mir leid. Ach, vielleicht soll ich dich nochmal ansprechen. Es ist offensichtlich, dass du Talent hast. Ich mag dich. Ach, schön, dass du mich magst. Fühl ich mich geehrt. Ah, gut, kämpfen wir gleich gegen den. Komm. Arschloch. Von hier aus kann man den Glutberg in den Himmelrang sehen. Schön für den Glutberg Isa. Du hast ein Starmie. Das besiegen wir auch mal eben flott. Hey, Level 70. Ja, ich bin stark. Der Himmel ist hier immens. Immens. Ich habe noch nie einen immensen Himmel gesehen. Gut, bevor ich gegen die kämpfe, würde ich gerade sagen, das Wetter ist wunderbar. Perfekt für einen Kampf. Wollte ich jetzt eigentlich den Part enden lassen, Jutta. Dumme Jutta. Du hast ein cooles Seemon, aber leider ist es tot. Störst mich. Noch ein Seemon. Ja, selber schuld. Bitte bespritze nicht mein Gesicht. Du ruinierst mein Make-up. Man geht ja nicht mit Make-up schwimmen, oder? Gut, dann beende ich den Part für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich den Blutberg besteige, nehme ich an. Also bis dann.